Hallo liebe Spieler und Flugausbilde, heute möchte ich euch auf ein Problem aufmerksam machen, welches in den Flugausbildungen dieses Servers schon länger besteht. In jeder Flugausbildung, egal ob Feuerwehr, Polizei oder Hardcore-Programmer-Clan. Oh warte. Ach ja, stimmt, Clans bestehen nur aus Noobs. Naja, egal, in jeder verdammten Ausbildung muss man ein Manöver durchführen, welches wir die Notfalllandung ohne Motor nennen. Bei diesem Manöver muss der Pilot den Motor ausschalten und soll den Hubschrauber landen, ohne Tote zu produzieren und ohne den Motor wieder zu reaktivieren. Tja, an dieser Stelle hat sich der Ersteller dieser Übung wohl nicht ausreichend über die Landung ohne Motor informiert. Mal ein paar Infos am Rande. Jeder Helikopter, egal ob in Arma 3 oder in der verdammten Realität, verfügt über die Fähigkeit zur Autorotation. Fällt der Hauptmotor aus, kann der Pilot den Rotor verstellen, um die Luftströmungen unter den Rotorblättern dazu zu nutzen, genetische Energie mit dem Rotor aufzunehmen. Das Ganze funktioniert in etwa wie eine Scheißwindmühle auf Crack. Ziemlich cool, was? Diesen Energieschub kann man auch auf dem Drehzahlmesser des Helikopters ablesen. In Arma 3 erreicht man diese sogenannte Autorotation durch das Drücken der Taste Z oder welche Taste auch immer ihr für Lower Collective in Arma 3 hinterlegt habt. Man gleitet nun auf den Boden zu. Kommt ihr diesem aber aus hoher Höhe zu nah, seid ihr wahrscheinlich noch verdammt schnell und ihr zerspringt in 1000 Teile. Fuck, so geht das aber nicht. Ach ja, stimmt. Heide, war ja noch die kinetische Energie in eurem Rotor. Wie praktisch. Nun verstellt der Pilot erneut die Rotorblätter und die sich durch die angesammelte Energie immer noch drehenden Rotorblätter erzeugen für ca. 3 Sekunden einen heftigen Schub nach oben. Nutzt ihr diesen im richtigen Moment, kommt ihr wie ein Boss sehr sanft auf dem Boden an. Und alle umherstehenden Mädels wollen euch direkt an den okay, lassen wir das. Naja, egal, in Arma 3 erreicht man dieses Zurückstellen durch die Taste Shift. Oder halt Res Collective, also Schub erhöhen. Huhu, merkt ihr was, die Shift oder Schub erhöhen Taste startet auch den Motor und damit seid ihr durchgefallen. Wenn euer Flugausbilder euch das erzählt, hat er offiziell keine Ahnung von Helikoptern und sollte sich schämen. Liebe Flugausbilder, wenn ihr diese Übung korrekt durchführen wollt, solltet ihr ein Skript installieren, mit dem ihr den Motor zerstören oder zumindest den Tank des Helikopters leeren könnt. Tut ihr dies nicht, ist eine Autorotation unmöglich, ohne dass der Motor wieder startet. Eine gute Trainingsmission ist übrigens Hail Heli, welche ihr im Steam Workshop findet, durch könnt ihr eure Motoren gezielt deaktivieren. Aber Candy, du bist doch gar kein Flugausbilder und hast selbst keine Ahnung von Helikoptern. Ach, ist das so? Na dann fragen wir doch mal einen professionellen Flugausbilder der Bundeswehr. Die Jungs üben das Manöver übrigens alle paar Wochen. Okay, ich tu mal ein bisschen die Fahrt reduzieren, damit wir auf die Lane erreichen. Ja, und der Sinn und Zweck des Ganzen ist dann quasi die kinetische Energie des Rotors zu nutzen, um unten dann dementsprechend einigermaßen leicht zu landen. So, jetzt kommt gleich der Flair, 125 Fuß, wir nehmen die Nase hoch, weil damit die Geschwindigkeit etwas in Auftriebung. Wir landen dann so einigermaßen sanft wieder auf der Erde. So, Freunde des gefährlichen Halbwissens, jetzt sagt ihr nichts mehr. Also fixt bitte diese verdammte Übung oder ich werde eigenhändig Beschwerde beim Bundesamt für Luftfahrt einreichen. Anbei noch eine kleine zeichnerische Verdeutlichung der ganzen Physik. Guten Abend und fixt eure verdammte Flugausbildung. Calvin Candy out.